Wir lieben unsere Erlöserkirche. Mit diesen Worten begrüßen die vielen Gemeindemitglieder den bayerischen Landesbischof Heinrich Bedford Strohm. Für den 53-jährigen evangelischen Theologen war der Besuch im Allgäu quasi ein Heimspiel. Er stammt aus Memmingen und freute sich auf den Besuch. Es ist erstmal wunderschön, hier reinzufahren und die Berge zu sehen. Und einfach, ich habe mich auch deswegen sehr drauf gefreut. Und natürlich ist es schon so, dass das Allgäu ist ein Teil meiner Wurzeln. Und hierher zurückzukommen, ist schon irgendwie immer noch was Besonderes. Ich freue mich einfach sehr, da zu sein. Auch für Pfarrer Ulrich Gampert ist der Besuch des Landesbischofs etwas Besonderes. Speziell zum Geburtstag der Erlöserkirche. Also der Besuch, der bedeutet uns sehr viel, weil der Landesbischof ist evangelischerseits ja für ganz Bayern zuständig und ist auch nur ein Mensch, kann sich nicht teilen. Der hat für jeden Sonntag 4, 5, 6 Angebote und dass wir sozusagen den Zuschlag bekommen haben, freut uns sehr. Und einfach ein bisschen deutlich zu machen, so unser evangelisches Christsein hier, wo wir in der Minderheit sind, mal zu sagen, es gibt uns auch und wir sind Partner in einem großen Miteinander der Ökumene. Das klappt gut in Immenstadt. Pfarrer Anton Siegel war in geschwisterlicher Verbundenheit zum Jubiläum gekommen. Genauso wie viele Gläubige, die den hohen Temperaturen trotzten. 150 Jahre Erlöserkirche ist einfach was Tolles. Denn es ist eine Gelegenheit, mal daran zu denken, wie viele Menschen in dieser Kirche den Segen mit auf den Weg bekommen haben. Wie viele Menschen in den Mauern dieser Kirche Trost zugesprochen bekommen haben. Und welche Kraft von diesem Haus, auch von dieser Kirche, für so viele Menschen über 150 Jahre lang ausgegangen ist. Und dafür soll man auch mal Danke sagen. Und das soll man auch mal richtig feiern. Und das wollen wir heute tun. Und es wurde ein fröhliches Fest. Gar kein schlechtes Kopfballspiel, das der Landesbischof da aufs Parkett legte. Doch bei aller Freude eine wichtige christliche Botschaft hatte Bedford Strohm ebenfalls mitgebracht. Die Botschaft heute ist, dass wir neu sehen lernen. Die biblische Geschichte, über die ich predige, erzählt von einem blindgeborenen Menschen, der plötzlich sehen kann. Und ich glaube, wir brauchen das auch. Wir sehen unseren Mitmenschen manchmal gar nicht. Und wenn uns die Augen geöffnet werden für die anderen, auch vielleicht für uns selbst, durch Jesus die Augen geöffnet werden, dann kann das ein Neuanfang sein. Einen Neuanfang, den braucht die Erlöserkirche in Immenstadt nicht. Hier wurde bereits über den Winter vieles renoviert. Für die nächsten 150 Jahre.